Hallo. Eines ist ganz klar. Wir haben Großes von Ihnen zu erwarten. Hallo, ich bin Tine. Und wir sprechen heute ein wenig über Erfolg und die Schattenseiten des Erfolgs in jungen Jahren. Und zwar wünschen wir uns als Eltern natürlich alle, dass unsere Kinder irgendwann mal erfolgreich werden. Egal in was. Hauptsache, sie haben Spaß daran, sind erfolgreich und machen nichts Kriminelles. Dann ist man doch schon glücklich. Manche Eltern sind sehr, 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 sehr ehrgeizig und wünschen die sich den Erfolg schon in sehr jungen Jahren für ihre Kinder. Schauen wir uns doch mal in Deutschland oben. Hier, Til Schweiger zum Beispiel. Til Schweiger, da sieht man des Öfteren in seinen Filmen seine Töchter. Dein Papa. Echt? Oder die Ochsenknecht-Brüder in Papas Filmen. Ich bin ein echter Rapper. In Amerika, ne, ist alles ein wenig extremer. Da werden, wir erinnern uns an Justin Timberlake, Britney Spears. Britney ist ja irgendwann mal relativ abgestürzt, sag ich mal. No. Wenn wir uns an diese ganzen Menschen erinnern, die schon als Kind sehr erfolgreich und sehr berühmt waren. Und sehr erfolgreich mit dem, was sie tun. Und wenn man sich dann anschaut, wie deren Leben verlaufen ist. Teilweise. Ja, es trifft jetzt nicht auf alle Kinderstars zu. Aber wenn man sich mal den einen oder anderen vor Augen führt, dann denkt man schon so, Michael Jackson zum Beispiel. Weil man immer sagt, ja, wenn man nur als Kind erfolgreich bist und dann bist du als Erwachsener nicht mehr so erfolgreich und dann stürzt du ab. Aber Michael Jackson war ja jetzt nie erfolgreich. Und trotzdem, ja, hatte er einen gewaltigen Sockenschuss und wahrscheinlich auch ein Medikamentenproblem und ganz viele andere Probleme, von denen, ne, da brauchen wir gar nicht mehr auf den Anfang. Aber es gibt ja natürlich auch Beispiele, die positiv verlaufen sind. Nehmen wir uns zum Beispiel die ganzen Harry Potter Stars, ja, Daniel Radcliffe oder Emma Watson. Die hieß doch Emma Watson, ne? Das sind ja natürlich ebenfalls Kinderstars gewesen und trotzdem als erwachsene Menschen jetzt, 10 Jahre später, vollkommen normal und nicht irgendwie, ja, vollkommen fertig. Was denkt ihr? Schreibt es gerne in den Kommentaren, schreibt uns mal eure Meinung dazu. Was denkt ihr, woran könnte das liegen? Denn Experten, das ist tatsächlich so, Experten sagen, dass es keinen Zusammenhang gibt, dass auch, dass diese Menschen, selbst wenn sie nicht berühmt und bekannt gewesen, trotzdem eine starke Neigung zur Depression haben. Das liegt offensichtlich dann halt in der Psyche der jeweiligen Betroffenen. Ich denke aber persönlich, meine persönliche Meinung ist, dass das auch unheimlich viel mit dem Umfeld zu tun hat. Wenn die Eltern von Britney Spears oder die Eltern von Lindsay Lohan ein wenig anders drauf gewesen wären, ja, dann vielleicht, oder die Eltern von Michael Jackson, dann vielleicht wären die nicht ganz so abgestürzt. Also ich denke, wenn man so jung ist und so erfolgreich, dann musst du ein so starkes Umfeld haben und ganz starke Eltern und eine ganz tolle Beziehung zu denen, dass das so ein bisschen auffängt und ein bisschen relativiert diesen ganzen Erfolg, dass du trotzdem ein Kind bist und kein, ja, nicht nur Kinderstar, sondern auch einfach nur Kind in deiner Familie, in deinem Umfeld und dass deine Eltern dich nicht sehen als, ja, Geldmaschine, sondern eben noch als dem kleines Mäuschen, das kuscheln will und spielen und solche Sachen. Also ich denke, oder auch die Persönlichkeit formen und erziehen und darauf achten, dass das nicht irgendwie, ja, total durchdreht, das Kind. Und ja, schon so die richtigen Bahnen lenkt, dass die nicht anfangen mit Drogen und Alkohol und Partyexzessen. Und natürlich klar, wenn die schon mit 16, 17, 18, 19, ja, so Millionen auf dem Konto haben und so leicht an Geld verfügen, dann und an falsche Leute, und dann ist es der Kontakt zu Drogen und Alkohol, der ist dann so schnell da und weiß ich nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ein ganz gravierender Punkt ist, dass das nicht nur an den Menschen an sich liegt und an deren... Oh, es fällt mir das Wort nicht ein. Es liegt nicht nur... Also ich kann mir vorstellen, dass es nicht nur an der Anfälligkeit für Depressionen liegt, sondern auch an der Erziehung, an dem Umfeld, am Rückhalt, den man hat.
Und nochmal zurück auf uns, wir sind ja hier nicht in Hollywood und die Wahrscheinlichkeit, dass unsere aller Kinder ein Hollywood-Star wird, ist eher gering, würde ich sagen. Natürlich wollen wir, dass unsere Kinder erfolgreich sind, wir wollen, dass sie gut sind in dem, was sie tun. Und wenn der Vater sich wünscht, der Sohn soll Fußballprofi werden, ist es, glaube ich, ganz schwierig, das umzusetzen, wenn der Sohn daran keine Freude hat am Fußballspielen, weil er lieber Musik macht. Also ich denke, wichtig ist immer zu erkennen, was macht dem Kind Spaß, wo liegen die Talente und wie kann ich das Kind positiv fördern, ohne es zu überfordern und ja, sicherzustellen, dass es aber dennoch Kind sein kann. Man muss den Kindern immer noch Luft zum Atmen und zum Entwickeln lassen. Also Kinder fördern in ihren Talenten und bestärken, aber nicht überfordern. Rückhalt geben und ich denke, dann kann nichts schief gehen. Also dann kann auch aus einer 8-Jährigen eine tolle Sängerin werden, ohne dass die Gefahr besteht, dass sie sich mit 20 den Kopf rasiert. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss! So, und wenn ihr noch nicht genug bekommen habt oder noch mehr sehen wollt und nochmal Tipps und Tricks zum Thema Erziehung, Kochen und Basteln und alles, was es gibt, dann schaut mal hier bitte. Hier findet ihr noch mehr Videos und ich wünsche euch viel Spaß beim Ansehen. Ciao!